Hallo, herzlich willkommen zurück hier auf Bühne 4 um 14 Uhr für unseren nächsten Session bzw. unsere Demo-Session. Wir haben hier jetzt gleich einen aufgezeichneten Vortrag von Jörg Thompson mit dem Titel Konfiguration eines WFST mit Map-Server und TinyOWS. Es geht also um die erweiterten Funktionalitäten mit dem Schwesterprojekt TinyOWS, das eben nicht nur Rasterdaten, sondern eben auch Web-Feature-Services aufbauen kann. Und dafür hören wir jetzt einen Vortrag von Jörg Thompson, wie gesagt. Er ist uns allen bekannt als Vorsitzender des VOSGIS und Mitarbeiter der Ware Group, seit vielen Jahren aktiv. Und ich wünsche euch und uns allen viel Freude bei dem Vortrag. Dankeschön. Herzlich willkommen zu meinem Vortrag transaktionaler Web-Feature-Service mit TinyOWS und Map-Server. Was das im Einzelnen bedeutet, was dahinter steckt, würde ich für diejenigen, die vielleicht nicht mit ganz so viel Vorwissen in dem Vortrag sitzen, gleich auch nochmal erläutern. Zunächst möchte ich aber nochmal ganz kurz zwei Folien darauf verwenden, mich und meine Firma vorzustellen. Dafür wechsle ich wieder in die Präsentation. Bin dann nur noch klein am Bildschirmrand zu sehen. So. Also ganz kurz zu mir selber. Mein Name ist Jörg Thomsen. Viele kennen mich vielleicht von der Eröffnungsveranstaltung. Ich bin seit 2016 bei der Ware Group als GIS-Berater angestellt und lebe und arbeite in Berlin. Neben meiner Beratungstätigkeit führe ich auch eine ganze Reihe von VOSS-Akademie-Schulungen durch. Das ist unser Schulungsinstitut. Zu den Themen gehören Postgres, Map-Server, Geo-Server, QGIS, QGIS-Server, Map-Bänder, Map-Server in verschiedenen Ausbaustufen. Und was noch so anfällt, zu den Themen führe ich auch ab und zu Workshops durch auf der VOSGIS in den letzten Jahren und dieses Jahr auch wieder einen Webender-Workshop. Und so ganz nebenbei bin ich dann auch noch im VOSGIS-Verein aktiv, ein bisschen an der Konferenzvorbereitung beteiligt gewesen und bin im Webender-Steering-Committee Mitglied. Meine Firma, angestellt bin ich bei der Ware Group mit Hauptsitz in Bonn. Wir haben noch einen weiteren Standort in Freiburg und seit neuestem noch einen Mini-Standort mit aktuell einem Kollegen in Hamburg. Insgesamt sind wir jetzt knapp 50 Mitarbeiter, schätze ich mal. Und wir sind Dienstleister im Bereich WebGIS, Geodateninfrastrukturen, Datenbanken auf Basis freier Software. Führen da Projekte durch, machen Support, geben Schulungen, organisieren eigene Infoveranstaltungen und nehmen auch rege an Konferenzen teil, wie zum Beispiel eben der VOSGIS oder teilweise auch auf der OSGEO, auf dem PG Day und ähnlichen Konferenzen. Und wir unterstützen nicht nur mit Arbeit, auch mit Geld die OSGEO und den VOSGIS e.V. Das war's schon an Werbeblock. Bevor ich jetzt richtig einsteige, nochmal der übliche Hinweis auf die OSGEO Live. Mit der kann man die Sachen, die viele von uns hier vorne auf der Bühne zeigen, ja immer sehr gut ausprobieren, nachvollziehen, seien es irgendwelche Demo-Sessions oder Workshops, die auf der VOSGIS durchgeführt werden. Kann man sich runterladen als virtuelle Maschine und dann bei sich in einer VirtualBox oder VMware laufen lassen, ohne da alles seine eigene Festplatte, sein Betriebssystem mit Software voll zu installieren, wie man vielleicht sonst gar nicht so oft braucht. Das gilt im Prinzip auch für meine Demo-Session. Der kleine Pferdefuß dabei ist, dass das
dass der Tiny OWS auf der OSGO Live leider in der aktuellen Version nicht da drauf ist. Wie das bei der 14er sein wird, kann ich gerade nicht sagen. Auf älteren Versionen ist es drauf. Aber ich werde ja gleich zeigen, wie man den Tiny OWS auch installierte. Das ist nicht besonders schwer. Kann man sich auf der OSGO Live 13 nachinstallieren und hat dann zumindest aber auch schon mal die dafür benötigte Datenbank am Laufen, hat einen Webserver am Laufen und hat einen relativ geringen Startaufwand, was das angeht. Gut, was möchte ich Ihnen jetzt zeigen in den nächsten 40 bis 45 Minuten? Wie gesagt, erstmal eine kleine Einführung. Worum geht's überhaupt? Was ist ein WFS? Was ist ein WFST? Was hat das mit dem Map-Server auf sich? Und dann gehe ich relativ schnell über zum Tiny OWS, erkläre, was das ist, zeige, wo man da an die Informationen rankommt. Und dann werde ich danach demonstrieren, wie man ihn installiert, wie man ihn konfiguriert und wie man ihn dann am Ende auch benutzen kann. Ein WFS, die Abkürzung steht für Web Feature Service, ist ein OGC-konformer Dienst. In der deutschen Inspire-Sprache wird das auch immer Download-Dienst genannt, weil man da wirklich die Geodaten sich über einen Webdienst beziehen kann. Das heißt, man bekommt Vektordaten auf seinen Client, in seinen QGIS geladen, wenn man QGIS benutzt, kann dann das selber klassifizieren, kann mit den Geometrien arbeiten, Berechnungen anstellen, kann die Attribute sich ansehen, darauf klassifizieren, Berechnungen machen und so weiter. Und das quasi im Gegensatz zu dem wahrscheinlich noch mehr bekannten Web-Map-Service hier auf der linken Seite, der einfach nur ein Rasterbild, PNG oder JPEG in den meisten Fällen auslieferte, dass man sich dann im Browser anzeigen lassen kann oder auch im Hintergrund. Dann haben wir das T hinten dran stehen für diesen Vortrag, der transaktionale Web Feature Service. Der Duden gibt da nicht so viel her, was Transaktionen angeht. Die meisten kennen das Wort bestimmt auch aus dem Bankwesen. Da unten steht auch eine zweite Bedeutung aus der Psychologie, eine wechselseitige Beziehung. Genau das ist es aber eigentlich auch in unserem Fall. Das heißt, dass die Transaktion, das Transactional beim WFS, steht dafür, dass die Beziehung in beide Richtungen geht. Wir können nicht nur Daten abfragen und bei uns lokal anzeigen, wir können auch Daten hinzufügen, Daten verändern, Sachdaten umschreiben oder Geometrien erfassen und verschieben und das dann auch wieder an die Originaldatenquelle zurückgeben über den transaktionalen Web Feature Service. Darum geht es im Prinzip. Grundlage ist das, ist der Map-Server. Viele werden wissen, dass ich da ein großer Fan bin und schon über 20 Jahre mit arbeite. Der Map-Server ist ein OSGEO-Projekt zur Bereitstellung von verschiedenen OGC-konformen Diensten, eben WMS, WFS, Web Coverage Services und noch ein paar weitere OGC-Spezifikationen unterstützend. Erst ein recht altes Projekt, wurde 1993 gestartet mit der Entwicklung. Das erste Release kam dann ein Jahr später raus. Hat mittlerweile und immer noch eine sehr weite Verbreitung, sowohl was die Entwickler als auch die Nutzer angeht. Und demzufolge auch eine sehr umfangreiche Dokumentation und einen umfassenden Support, sei es nun über die Mailinglisten oder auch über kommerzielle Dienstleistungsanbieter, von denen es eine ganze Reihe zu finden gibt, wenn man sich mit dem Map-Server beschäftigt und da Fragen und hat und Support braucht. Map-Server ist ein CGI-Programm, auch als Fast-CGI benutzbar. Das heißt, das ist ein kleines kompiliertes Programmchen, das wird aufgerufen
wenn es gebraucht wird, und dann wieder beendet. Wir brauchen kein Java-Engine drumherum. Wir brauchen keine Skriptsprachen wie PHP, Perl oder Ähnliches, die auf dem Server sein müssen. Nichtsdestotrotz kann man es auch in Programmier- und Skriptsprachen integrieren und dann mit PHP seine Webserver konfigurieren, wenn man das noch etwas programmatischer haben möchte, als es standardmäßig eben über die Textdateien, die sogenannten Webfiles, funktioniert, den Webserver zu konfigurieren. Unterstützt eigentlich alle Basisfunktionen, die ein WMS, WFS, Web Coverage Service so benötigt. Ich habe ja nochmal so ein paar Sachen rausgepickt, die jetzt spontan mir als Highlights erschienen. Wir können Layer gruppieren, wir können mit Geometrien aus einem Layer, Geometrien aus dem anderen Layer ausstanzen, sodass wir irgendwelche Inselkarten als Ergebnis haben. Er hat eine umfassende Unterstützung für Inspire-Metadaten und die Mehrsprachigkeit. Wir können die Feature-Info-Ergebnisse frei über HTML-Templates gestalten, da sind uns quasi keine Grenzen gesetzt. Wir können mit Vendor-Specific-Parametern arbeiten, das heißt gesonderte, nicht zur OGC-Spezifikation gehörende Parameter mit übergeben, die dann als Variablen in der Konfiguration behandelt werden können. Wir können, um in QGIS-Sprache zu bleiben oder hinzukommen, datendefiniert übersteuern, wenn es an die Symbolisierung geht. Dadurch können wir sehr komplexe Symbole gestalten, die sich eben auch sehr an den Attributen orientieren oder an den Attributwerten orientieren, die den Geodaten zugrunde liegen. Und bei Web Feature Service zum Beispiel unterstützt der Webserver auch die Stored Queries. War eben schon zu sehen, der Map-Server wird in Textdateien, sogenannten Webdateien, konfiguriert. Hier ist mal ein Beispiel als Anfang, oder der obere Teil von so einer Map-Datei dargestellt. Man kann nichts zusammenklicken beim Map-Server, um ihn zu konfigurieren, aber man kann eben sehr schön, sehr schnell in den Webdateien editieren und auch sehr gut dann einzelne Teile für neue Projekte wiederverwenden, als Includes benutzen und so weiter und so fort. Wir gucken dann nachher natürlich auch nochmal in eine Map-Datei rein, wenn es um den Tiny OWS geht. So, gucken wir mal in die Map-Server-Dokumentation, was den transaktionalen Web-Feature-Service angeht. Wenn wir das aufrufen, dann lesen wir Map-Server does not support the WFS-T-Specification. Das ist natürlich blöd. Das ist auch schon immer so gewesen und es ist auch auf Rückfragen schon vor Jahren bei den Entwicklern wurde immer gesagt, nein, der Map-Server wird das auch niemals unterstützen. WFS ja, aber Daten zurückschreiben macht der Map-Server nicht. Das ist relativ traurig. Werden aber nicht im Regen stehen gelassen, sondern es gibt ein Partnerprojekt sozusagen vom Map-Server. Das ist eben der hier auch thematisierte Tiny OWS, der es ermöglicht, einen transaktionalen Web-Feature-Service zu konfigurieren. Der Tiny OWS funktioniert auch unabhängig vom Web-Server, aber das Besondere und Schöne ist eben auch, dass ich ihn nicht außerhalb der Map-Dateien konfigurieren muss, sondern ihn einfach in meinen ganz normalen Map-Dateien mit behandeln kann und dann über meine Map-Files auch WFST konfigurieren kann. Bevor ich jetzt richtig einsteige und zeige, wie man den Tiny OWS installiert, konfiguriert und wie man an weitere Informationen kommt, noch ein kleiner Hinweis vorab, damit es dann da gleich zwischendurch nicht zu Verwirrungen kommt. Wer den Map-Server kennt, weiß, dass man die Map-Dateien als Aufrufparameter mitgeben kann, also Adresse bla 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 slash cgi bin slash mapserve und dann Fragezeichen map gleich und dann der Pfad zur Map-Datei. Das funktioniert so beim Tiny OWS nicht. Das müssen wir ein bisschen anders machen. Dem müssen wir die Konfigurationsdatei über eine Konfiguration des Webservers, in dem Fall, den ich zeigen werde, das Apache übergeben. Das heißt, ich werde auch gleich mal kurz in die Apache-Konfiguration reinspringen, während der
Live-Demonstration. Okay, legen wir los. Ich habe hier, andersrum. Was wir machen wollen, ist, wir haben hier eine Datenbank, die Natural Earth-Daten, in einer Datenbank auf meinem Server. Da gibt es hier die Tabelle der Countries, der Länder der ganzen Welt, die in der Datenbank gespeichert sind. Dauert jetzt ein bisschen, bis er die anzeigt. Jedenfalls wollen wir diese Tabelle als Web-Feature-Service verfügbar machen, so dass wir sie als Datendienst in unsere Anwendung einbinden können. Das werde ich dann auch am Beispiel vom QGIS zeigen. Der Unterschied ist halt, dass ich nicht direkt auf die Datenbank zugreife, sondern diesen WFS als Dienst dazwischen habe, was mir ein paar mehr Freiheiten ermöglicht. Ich brauche keinen direkten Serverzugriff, was sicherer ist, als wenn ich Leute direkt auf die Datenbank loslasse mit den entsprechenden Zugangsdaten und so weiter. Also so wie hier unten sehen die Daten im Moment aus und wir werden sie dann gleich ein wenig über den WFST verändern. Die Konfiguration des TinyOWS finden wir komplett beim Map-Server. Die wichtigsten Sachen stehen auch in der offiziellen Dokumentation mit drin. Da gibt es dann hier den TinyOWS-Abschnitt. Und wir sehen, dass es hier dann ein paar Unterkapitel gibt. TinyOWS-Installation, Konfiguration mit XML-File und Konfiguration mit einem Standard-Map-File. Das sind die drei Sachen, die ich zeigen möchte. Und ich springe auch gleich mal in die Installation rein. Das ist ziemlich übersichtlich. Wir haben hier oben ein paar Voraussetzungen, die gebraucht werden. Eine Bibliothek zur Verarbeitung von XML-Daten, die auf dem Server vorhanden sein muss. Wir brauchen einen Webserver mit CGI-Support, genau wie wir es auch für den Webserver schon brauchen. Ich sagte ja, das sind CGI-Programme. Und dann steht hier zwischen noch PostGIS und PostgreSQL. Das muss nicht unbedingt auf demselben Server laufen, aber dahinter steckt, dass der TinyOWS ausschließlich mit Geodaten aus einer PostGIS-Datenbank arbeitet, also auf andere Datenbanken oder auf Dateisystemen gebundene Datenquellen können wir mit dem TinyOWS nicht zurückgreifen und keine Daten zurückschreiben. Dann haben wir zwei Möglichkeiten, den zu installieren. Das sieht relativ gleich aus im unteren Abschnitt jeweils. Der Unterschied ist, wo hole ich mir die Quelldaten her? Das eine ist Download von einem Paket von der OSGeo mit dem entsprechenden Auspacken dahinter. Und das zweite ist das direkte Klonen aus dem Repository von den vom Quellcode des TinyOWS. Und das muss ich jetzt auch gleich mal hier live ausführen, weil der im Moment nicht installiert ist bei mir auf dem Rechner. Das heißt, ich muss diese Schritte hier ausführen, die hier draufstehen. Ich bin schon in dem richtigen Verzeichnis, wo das Ganze erstmal hin soll, ausgepackt und werden soll und so weiter. Mit Git Clone lade ich mir da jetzt den ganzen Code runter aus dem Repository. Das geht relativ schnell, so groß ist er nicht. Da sind wir schon fertig. Jetzt haben wir ein neues Verzeichnis, das heißt TinyOWS. Da kann ich jetzt reinspringen und sehe, dass da eine ganze Menge Dateien rumliegen. Und das muss ich jetzt kompilieren. Das sind eigentlich immer die gleichen Schritte. Der eine dauert länger, der andere geht ein bisschen schneller. Das ging jetzt auch relativ schnell. Jetzt noch das Make hinterher. Und als letztes, wenn er fertig ist, da ist er schon fertig, kommt dann noch das Make Install da rein, wie man das unten mitlesen kann. Das Sudo kann ich mir hier gerade sparen, weil ich schon gut bin. So, das war's, schon fertig.
Das Make-Install-Demo lasse ich auch mal weg, weil ich mir eben meine eigene Demo hier zusammenbauen möchte. Was wir als nächstes machen müssen, steht jetzt auch hier. Wer mich kennt, weiß, dass ich mal gerne darauf verweise, dass man die Meldung der Software lesen soll, die man benutzt. Wir sehen jetzt hier, wir müssen noch das TinyUWS-Schema in das richtige Verzeichnis packen. Das können wir tun, indem wir einfach diese drei Befehle hier ausführen und dann entsprechend die Sachen da hinkopieren. Und als letztes noch wirklich das Copy. So, jetzt haben wir schon mal die XML-Schemata da, so wo sie hin sollen. Und das Wesentliche, was jetzt aber noch fehlt, damit wir überhaupt ihn aufrufen können über den Browser, ist, dass wir den TinyUWS, das Binary, also die ausführbare Datei, es steht hier, in das richtige Verzeichnis kopieren müssen. Das richtige Verzeichnis ist in unserem Fall das Verzeichnis userlibcgi-bin. Da mache ich jetzt mal hier, ich füge das auch mal ein, um das nicht alles tippen zu müssen. Also cp für copy, tinyuws, die Datei liegt hier rum, das haben wir gerade gesehen, wenn wir aufgepasst haben. Kopiere sie in dieses Verzeichnis, userlibcgi-bin. So, erledigt, wenn ich jetzt mal auflisten lasse, was da drin steht, dann sollte der da auch irgendwo auftauchen. Hier ist er. Und damit kann ich ihn jetzt auch schon quasi über den Browser aufrufen. Das probieren wir auch gleich mal aus. Auch das habe ich mir schon mal kopiert. Und pack das mal hier rein. Das ist der Server, auf dem wir sind. CGI-Bin als Unterverzeichnis für die ausführbaren Dateien und dann eben die ausführbare Datei TinyOWS. Ich kriege keine Fehlermeldung vom Apache. Ich kriege auch nicht die Meldung, dass er fehlt oder dass er falsch konfiguriert ist, sondern ich kriege schon die erste Meldung vom TinyOWS selbst. Das ist die, die wir hier sehen. Auch im XML-Format wird die zurückgegeben. Und die Fehlermeldung sagt mir jetzt, oder die Meldung sagt mir, unable to open config file. Das ist auch völlig in Ordnung und völlig logisch, denn ich hatte gesagt, wir müssen dem TinyUWS jetzt eben auch sagen, wo seine Konfigurationsdatei liegt. Das, was man beim Map-Server üblicherweise eben mit Map gleich angibt, müssen wir dem TinyUWS jetzt noch beibringen sozusagen, wo liegt seine Konfigurationsdatei. Die Konfigurationsdatei müssen wir natürlich erst einmal herstellen. Dazu gehen wir nochmal kurz wieder zurück in die Dokumentation. Ich gehe einen Schritt zurück und klicke hier auf Konfiguration TinyUWS mit XML-Datei. Da haben wir eine kleine Datei, die man sich so rauskopieren kann. Da stehen schon die wesentlichen Sachen drin. Die hat sogar zwei Layer, diese Datei. Wir haben erstmal oben allgemeine Angaben wie Online-Resource, das Verzeichnis, wo das XML-Schema steht, was ich gerade eben an die entsprechende Stelle kopiert habe. Wir haben hier den Zugang auf die Geodaten, die wir anzeigen oder benutzen wollen für unseren WFS. Wir geben einen Namen, einen Titel für unseren Dienst und haben dann hier eine umbrochene Zeile für jeden Layer. Da stehen verschiedene Infos drin, nicht viele. Er ist writable, das heißt, er ist auch wirklich ein transaktionaler WFS. Er hat einen Namen, er hat einen Titel, damit unser Client damit umgehen kann und wir den wiederfinden können. Auf alle Details kann ich jetzt hier aus Zeitgründen natürlich nicht eingehen. Wenn man weiter runter scrollt auf der Hilfeseite, sieht man noch, was es sonst so an Parametern gibt, die ich in der XML-Datei benutzen kann. Man kann das Encoding angeben zum Beispiel und verschiedene andere Sachen. Und hier unten ist dann auch noch eine große Liste der
Metadaten, die mit angegeben werden können. Okay, wie gesagt, hier jetzt in der kurzen Zeit keine Details. Ich kann das mal kurz zeigen. Wir haben jetzt hier den TinyOWNS, die XML-Datei. Die liegt schon auf meinem Server rum. Man kann das hier oben lesen auf Data UMN2 TinyOWS an der Stelle. Sieht so ähnlich aus wie die Datei eben im Browser. Ich habe hier die Angaben für den Datenbankzugriff angepasst und verweise eben auch auf die Datenbank, die ich benutzen will. Und entsprechend dann auch hier logischerweise Name und Titel meines Services angepasst und abgespeichert. Das Ganze liegt hier auch wirklich schon rum. Wenn wir jetzt mal in das Verzeichnis reingehen, UMN2, WFS, war das das Richtige? Nein. CD, TinyOWS, genau. Da liegt hier diese XML-Datei rum. Nano.xml. Da ist sie. Das heißt, die Datei ist schon da. Unser TinyOWS sagt aber hier trotzdem, er kann diese Datei nicht öffnen. Was daran liegt, dass wir eben noch nicht gesagt haben, wo sie liegt. Wir können sie hier nicht übergeben in dem Aufrufparameter, sondern wir müssen das über den Apache machen. Und auch das habe ich schon mal vorbereitet. Das finden wir hier in dieser Datei. Apache 2 tinyovs.conf heißt sie, liegt bei mir im selben Verzeichnis wie die XML-Datei vom TinyOWS und wird eben automatisch mit eingebunden, wenn der Apache oder mitgelesen als Include, wenn man den Apache startet. Und hier habe ich jetzt ein paar Sachen vorbereitet und nochmal auskommentiert. Da entferne ich jetzt mal die Kommentarzeichen für den ersten Schritt. Hier diese drei Zeilen. Und was ich hier mache, ist einfach, dass ich sage, wenn diese Adresse auf dem Server aufgerufen wird, CGI bin TinyOWS, dann setze bitte eine Variable. Das ist hier das Schlagwort ZENV. Diese Variable heißt TinyOWS-Config-File. Und der Wert der Variable ist eben meine XML-Datei, die ich gerade eben offen hatte und gezeigt habe. So, das kann ich jetzt speichern. Und dann muss ich noch den Apache nochmal neu starten, damit die Konfigurationsdateien neu eingelesen werden. Wenn ich alles richtig gemacht habe, kriege ich keine weitere Meldung. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, kommt hier die Meldung, dass er nicht neu gestartet werden kann. Im Moment scheint alles gut gelaufen zu sein. Das heißt, der Apache weiß jetzt, wo die Konfigurationsdatei liegt, kann das an den TinyOWS entsprechend weitergeben. Und wenn ich jetzt hier diese Adresse nochmal aufrufe, sollte diese Fehlermeldung Unable to Open Config File verschwunden sein. Das mache ich mal. Wunderbar. Wir haben wieder eine Fehlermeldung oder eine Meldung, aber eine andere, in diesem Fall Service Unknown, weil hier einfach jetzt die ganzen OGC-Parameter fehlen. Wenn ich jetzt hier das übliche, da habe ich es zum Glück noch, Service WFS, Request Get Capabilities Version, irgendwas eingebe, dann sollte ich auch ein Capabilities-Dokument zurückkriegen, wo mein Web-Feature-Service beschrieben ist. Um das nochmal woanders zu zeigen, nämlich in QGIS, habe ich das auch schon mal für das QGIS vorbereitet. Wir müssen nur kurz starten. So, da können wir jetzt hier, sind meine Web-Feature-Services, hier oben ist der TinyOWS-XML-Konfiguration. Können wir kurz reingucken, verweist eben auf das Gleiche, was ich eben im Browser aufgerufen habe. Kann ich jetzt auf Verbinden gehen, zeigt mir hier einen Layer an, den kann ich in meinem Projekt hinzufügen. Und jetzt zeigt er mir hier die Ländergrenzen an. Soweit so gut, ich kriege die Vektordaten geladen,
kann da jetzt reingehen, kann klassifizieren. Es ist eben kein dummes Rasterbild. Das kann ich auch mit dem Webserver machen. Was wir jetzt eben aber auch machen können, aufgrund des transaktionalen Web-Feature-Services, dass wir diesen da ja editieren können. QGIS hat das auch schon gemerkt. Ich kann hier in den Bearbeitungsmodus umschalten. Und ich kann hier irgendwie noch eine beliebige Insel im Atlantik hinzufügen. Ich speichere das einfach mal. Kann jetzt auch das da fehlt mir irgendein Attribut bei der Eingabe. Das hat also leider nicht geklappt. Weiß ich jetzt gerade nicht, was ich eingeben müsste. Dann machen wir nochmal einen anderen Test und bearbeiten ein paar Stützpunkte. Jetzt hängt er gerade ein wenig. So. Ziehe hier mal kurz was raus und mache hier eine Fläche auf und hoffe, dass ich das jetzt speichern kann. Genau, das funktioniert. Jetzt habe ich hier das Dreieck drin und das hat er jetzt wirklich in die Datenbank natürlich auch zurückgeschrieben. Wenn ich das mal als parallel aufmache, das greift hier auf unsere Tabelle zu, die ich eben in pgAdmin gezeigt hatte und das reinlade, dann habe ich da auch entsprechend, ja doch, diese Erweiterung von der Antarktis mit dabei. Noch lädt er. Er lädt immer noch. Ha. Warum mag er das jetzt nicht anzeigen? Da ist er da. Da ist jetzt diese Erweiterung. Schwuppdiwupp. Und wenn ich jetzt, kann das ja mal hier kurz nochmal ändern. Na, da möchte ich hin. Genau. Ist gerade ein bisschen langsam, mein Rechner. Auch jetzt sieht man hier die Strichierung, jetzt wenn ich jetzt das, was ich eben editiert habe, im WFS wieder rückgängig mache und sage speichern, Bearbeitungsmodus ausschalten und auch den Datenbanklayer entsprechend mal aktualisiere durch ein Hin- und Herschieben, Vergrößern, Verkleinern der Karte, dann sollte auch in dem entsprechenden Hintergrundlayer dieses Rechteck-Dreieck verschwinden. Ja, wunderbare Welt des Live-Vortrags. Jetzt ist er weg. Genau, ich habe also hier wirklich jetzt in die Datenbank reingeschrieben. Und das, wie gesagt, mit diesen drei Zeilen in der Apache-Konfiguration und dieser relativ kurzen XML-Datei als Tiny-OWS-Konfiguration. Soweit können wir den Tiny-OWS eben auch ohne den Map-Server benutzen. Wir können den Tiny-OWS aber, wie schon angekündigt und ja auch im Titel beschrieben, innerhalb des Map-Servers benutzen. Hier auf der entsprechenden Doku-Seite ist es auch nochmal zu sehen und vorhanden. Auch relativ kurz. Wir haben natürlich das ganze Layer Styling, die ganzen Layer Styling Abschnitt nicht, weil wir ja kein Styling im Layer haben beim WFS, sondern müssen eigentlich wieder nur auf die Datenquelle verweisen, was wir hier mit dem altbekannten Connection Parameter machen. Was auffällt, hier ist kein Data String drin, wie wir das sonst immer haben, sondern alles weitere passiert dann in dem Fall über Metadaten, die vorne das Tiny OWS drin stehen haben. Hier tauchen dann auch wieder die Sachen auf, die wir schon aus der XML-Datei kennen. Eben das Schema Directory, die Online-Resource,
den Namespace-Prefix TOWS für Tiny OWS, die Tabelle, auf die zugegriffen werden soll und der Parameter, dass das Ganze eben beschreibbar sein soll. Auch diese Datei habe ich schon mal vorbereitet, die habe ich jetzt hier stehen. Die ist übrigens hier rot und ungespeichert, weil ich das Datenbankpasswort noch gerade mal rausgelöscht habe vor der Aufzeichnung des Vortrags, damit das nicht um die Welt geht. Gespeichert ist die Datei, genau wie die TinyOWS-XML mit dem richtigen Datenbankpasswort. Und hier stehen eben auch die gleichen Parameter drin wie oben. Wir haben in der Dokumentation, da nochmal zurückgehe, hier so eine Mapping-Tabelle, wo wir sehen können, links ist das, was original TinyOWS Schlüssel sind, die wir in die XML-Datei schreiben können oder müssen. Und rechts daneben steht dann, wo wir das jeweils in die Map-Datei schreiben können, wenn wir über eine Map-Datei unseren WFST konfigurieren wollen. Wir brauchen jetzt noch einen weiteren Schritt. Wir haben die Map-Datei. Wenn wir jetzt den Map-Server so aufrufen, wie es bekannt ist, mit CGI-Bin, Map-Serve gleich, Map gleich und so weiter, Map-Datei, dann würde er nicht auf den TinyOWS zurückgreifen, sondern die Map-Datei als Map-Server-Datei behandeln. Wir müssen jetzt eigentlich nochmal das Gleiche machen wie vorher schon bei der XML-Datei, nämlich über die Apache-Konfiguration dem Map-Server, dem TinyOWS sagen, wo seine Konfigurationsdatei liegt. Das ist hier auch wieder drin, sind auch wieder drei Zeilen, die ich auskommentieren muss. Ähnlicher Aufbau wieder oben. Ich gebe dem Apache Location mit, sage also, wenn CGI-Bin TinyOWS Map-File aufgerufen wird, dann setze eine Variable. Der Variablename ist TinyOWS Map-File und verweist hier entsprechend auf die Map-Datei, die ich gerade eben in diesem Editor auch offen hatte. Also ein bisschen anders als oben von den Werten her, aber das ist das gleiche Prinzip wie bei der Konfiguration einer XML-Datei. Das Ganze muss ich jetzt auch wirklich noch mal kurz speichern, weil ich es geändert habe. Muss ich auch noch mal den Apache restarten. Und muss ich mal kurz gucken, wo ich dazu die Beispieldokumentationslink habe. Nein, das wollte ich direkt in QGIS zeigen, genau. Gehe wieder hier rein und habe jetzt genau dasselbe Verhalten wie vorher. Ich hoffe, es ist jetzt nicht wieder so langsam wie vorher. Kann jetzt wieder hier in meine Datenquellen gehen, suche meinen Web Features Service Tab raus, habe hier schon mal TinyOWS Webfile vorbereitet, da greift eben darauf zu, was dann über den Webserver auf meine Map-Datei gemappt wird. Kann jetzt hier wieder auf Verbinden klicken und im Prinzip sieht das jetzt für den Nutzer genauso aus wie vorher, wie die Konfiguration über die XML-Datei. Das ist dann eben jetzt der braune Layer. Also ich habe jetzt die Grenzen die Ländergrenzen der Welt dreimal hier drin. Der gerade aktive Layer ist mein WFST, der über die Map-Datei konfiguriert ist. Das hier drunter in lila, das war in grau, der WFST, der über die XML-Datei konfiguriert ist. Und das gestrichelte hier oben, was gerade ein bisschen länger braucht, das ist die direkte Sicht auf die Datenbank-Tabelle. Okay, das war's an Live-Demo. Ich hatte gezeigt, bei Map-Server gibt es hier relativ wenig, aber durchaus genügend Dokumentation, um das nachzuvollziehen. Man kann das entweder irgendwo installieren oder auf einer OSGeo Live nochmal ausprobieren, wenn man möchte. Ich habe das in den Folien nochmal in Kürze mit übernommen. Was ich hier gemacht habe,
Das kann man jetzt natürlich so schnell nicht mitlesen, soll auch keiner, aber ich gehe davon aus, dass es die dann im Laufe oder nach der Konferenz irgendwo zum Download geben wird. So, genau. Und hier das Beweisfoto von dem Ganzen mit dem Screenshot vom QGIS. Damit bedanke ich mich. Hat alles geklappt in meiner Vorführung und bin jetzt gespannt auf die Fragen, die dazu noch aufgetreten sind und die jetzt gestellt und möglichst beantwortet werden. Vielen Dank. Ja, lieber Jörg, vielen Dank für diese schöne Demo-Session. Nochmal der Hinweis, neben dem Chat findet ihr das Fragenpanel. Ihr kennt das bestimmt schon aus den vorherigen Sessions. Da findet sich momentan eine Frage. Es gibt natürlich weiterhin noch die Möglichkeit, noch weitere Fragen zu stellen. Wir haben jetzt noch einige Minuten Zeit für eine entsprechende Q&A. Jörg, wie gesagt, vielen Dank. Ich würde jetzt mal mit der Frage beginnen, die im Chat schon steht. Und dort steht, die aktuell zum Download bereitgestellte Version 1.1.1 ist schon etwas in die Jahre Juni 2015 gekommen. Gibt es weiterhin eine aktive Entwicklung? Ja, gibt es. Gute Frage. Mute natürlich so an, als ob das Projekt recht alt ist. Das Projekt ist auch recht alt. Es gibt keine neuen Versionen, weil es lange Zeit nichts weiterzuentwickeln gab. Aber wenn man mal ein bisschen tiefer beim GitHub-Quellcode einsteigt, ich poste das gerade nochmal im Chat, die entsprechende Adresse, dann sieht man da auch, dass auch in den letzten Monaten durchaus noch Weiterentwicklungen oder Fixes stattgefunden haben. Also das Projekt ist durchaus noch aktiv und insofern gibt es auch noch Updates, was Sicherheitsfixes und Ähnliches angeht. Der WFS-Standard ist ja relativ alt. Deswegen gab es auch in den letzten Jahren nicht so viel zu entwickeln. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es mit der WFS 3 oder der UGC-API auf Map-Server-Seite weitergeht. Das kann ich nicht sagen, habe ich jetzt vor der FOSCIS nicht herausgefunden. Ja, vielen Dank. Genau, ich würde gerne noch, wenn es die Fragen zulassen, eine kleine Ergänzung zum Vortrag machen oder was Neues sagen, was, als ich den Vortrag aufgezeichnet habe, noch nicht aktuell war. Ich hatte auf die OSGeo Live verwiesen und gesagt, dass da kein Tiny OWS drauf ist in der 13er Version. Das stimmt auch nach wie vor, aber ich habe mir am Wochenende nochmal die OSGeo Live 14 bei mir installiert in der virtuellen Maschine und habe gesehen, dass da der Tiny OWS durchaus wieder drauf ist. Das heißt, wenn man sich jetzt die aktuelle OSGeo Live installiert oder in der virtuellen Maschine packt, dann hat man den Tiny OWS. Er funktioniert nicht sofort zum Ausprobieren, weil leider die Datenbank fehlt, auf die verwiesen wird. In der Doku hatte ich ja die Datenbank oder wo er auf die Tabelle von Frankreich verwiesen. Genau die ist nicht da. Aber wenn man die XML- oder Map-Datei auf der OSGeo Live so umschreibt, dass sie auf eine vorhandene Datenbank-Tabelle zugreift, da sind ja einige drauf, dann läuft der Tiny OWS auch sofort auf der aktuellen OSGeo Live. Also das kann man jetzt relativ leicht ohne Installation ausprobieren. Gut, habe ich noch ein bisschen Gelegenheiten für Fragen gegeben. Ja, ist auch eine Frage reingekommen, sehe ich hier gerade. Die lautet, was passiert bei einer parallelen Bearbeitung eines Features? Kann man Features sperren oder gilt der Schnellere gewinnt? Oh, kann ich so jetzt gar nicht spontan beantworten. Prinzipiell gibt es ja die Sperrfunktion beim WFST, also Lock, nicht Sperrfunktion, Lock-Feature, sodass man sagen kann, ein Feature ist gesperrt, wenn das aktuell bearbeitet wird. Habe ich beim WFST noch nicht getestet, ob das mit unterstützt wird. Tut mir leid, kann ich nicht beantworten. Okay, es sind noch keine weiteren Fragen eingetroffen.
Ich nehme an, wenn man jetzt ein Setup hat, wo verschiedene Leute an einer Datenbank arbeiten sollen, dann wäre wahrscheinlich der Weg, sozusagen mehrere von diesen Tiny OVS-Konfigurationsdateien zu erstellen und die unter verschiedenen URLs zu registrieren, oder? Naja, wenn die auf dieselbe Tabelle zugreifen und alle an derselben Stelle in der Antarktis das Dreieck zeichnen, dann haben wir natürlich trotzdem das gleiche Problem. Also wenn das mit dem Log-Feature funktioniert, wäre es dann auf jeden Fall sinnvoller, mit einem WFS zu arbeiten, weil der das halt im Griff hat. Wenn ich mit zwei OVSen drauf zugreife, habe ich, denke ich, auf jeden Fall das Problem, mit dem der Letzte gewinnt. Also dann lieber einen mit dem Log-Feature. Aber wie gesagt, habe ich jetzt mit dem Tiny OVS nicht getestet und kann da nichts zu sagen, ob das funktioniert. Genau, dann wollte ich vielleicht nochmal nachfragen, die Attribute, die werden dann als Parameter übergeben und können dann im Map-File ausgelesen werden, oder? Ähnlich wie das auch bei normalen Map-Files ist, oder? Wie meinst du mit ausgelesen? Naja, also wenn ich jetzt beispielsweise, um bei deinem Beispiel mit den Natural Earth-Daten zu bleiben, das auf Nordamerika beschränken will, die Abfrage, kann ich das sozusagen konfigurieren, dass das dann ein Parameter wird, oder? Ich verstehe es immer noch nicht. Also im Sinne von, also wie sozusagen so ein Get-Parameter, der dem Tiny OVS dann übergeben wird. Und ich dann zum Beispiel sagen würde, ich will jetzt nur Features, die in Afrika liegen, also zum Beispiel über die Attribute-Tabelle Kontinent, ja, gleich Afrika. Ne? Klar, jetzt verstehe ich das. Genau, ja, das gehört dann zur WFS-Spezifikation, was der Tiny OVS und der Map-Server unterstützt, dass ich halt einen Filter entsprechend mit übergeben kann bei meiner Anfrage, entweder im GET oder als in der Post-Anfrage, wo ich dann entsprechend über Filter-Encoding auch als, das ja auch eine OGC-Spezifikation ist, beliebige Filter erstelle auf eine Bounding-Box, auf einen Attributnamen oder ja, alles Mögliche. Genau, wenn man dann, könnte ich also auch von der Weltkarte, die ich gerade hatte, sagen, ich möchte jetzt nur Nordamerika laden zum Beispiel. Genau, schön. Ja, hast du noch was du uns noch mitteilen willst? Wir hätten, glaube ich, noch ein wenig Zeit. Wenn du noch was auf dem Herzen hast, was du zum Tiny OVS sagen willst, dann wäre jetzt noch mal... Zum Tiny OVS? Nee, habe ich eigentlich alles versucht, in den Vortrag zu packen. Aktuell keine Ergänzungen, wie gesagt, bis auf das Juhu. Er funktioniert halt doch mit dem, oder er ist eben doch auf der neuen OSGeo Live installiert. Aber ja. Noch neuere Erkenntnisse und Neuigkeiten dazu habe ich gerade nicht. Okay. Ja, ich dachte, vielleicht wäre noch was du noch nicht unterbringen konntest, was du noch gerne loswerden willst. Nee, ich finde es klasse. Also sehr schöne Demonstration. Ich finde auch klasse, dass man einfach so eine schlanke Lösung dann auch einsetzen kann. Wie gesagt, vielen Dank, dass du uns gezeigt hast. Und ja, damit möchte ich mich auch hier erstmal von der Bühne 4 verabschieden. Es geht meines Wissens nach weiter um, jetzt muss ich kurz noch mal ins Programm gucken, auf Bühne 4, auf um 16 Uhr mit der online-basierten Weiterbildung am Beispiel von QGIS mit Stefan Keller. Gut, bis dahin wünsche ich euch viel Spaß in der Netzwerkwelt hier auf den weiteren Bühnen, auf denen natürlich auch noch Programm läuft. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir, Jörg, für die Präsentation und genau, bis später.